So, da sind wir wieder. Der, der Ahnung hat und der, der fehlt. Ja. Ist ja bisher nur zweimal. Naja, irgendjemand wird dann der Scouter, denkt man. Ja. Zweimal gegen Robert, glaube ich. Okay. Ich wünsche, ich hätte den Springball. Ich vermisse ihn hier schon. Den gibt es auch noch irgendwann. Sogar relativ früh in diesem Spiel. So. Metroid Other M will ich auch noch mal irgendwann machen. Oh, hier haben wir schon mal Sario-Gebiet. Oh ja, ist ein gutes Spiel, Other M. Ich fürchte mich nur vor der Metroid Queen. Oh, die geht eigentlich. Und was ich gesehen habe, werde ich meine argen Probleme haben, schnell zu zielen und dann auch noch zu treffen. Ja, das ist das große Problem und das ist auch ein Manko in dem Spiel, dass man den... Mich nervt dieses Gewechsel zwischen 2D sozusagen und dann wieder Ego. Ja, ja, dass du erstmal die Wii Motion quer halten musst und wenn du denn zielen musst, musst du die Wii Motion zum Sensor hin zeigen lassen. Und das ist nervig. Und dann kannst du währenddessen ja auch nicht ausweichen. Ja. Gut, das haben die nicht so gut gelöst, finde ich. Das hätten die eben ein bisschen anders machen sollen. Was soll das eigentlich? Weiß ich nicht, das ist einfach nur, keine Ahnung. So einfach nur zeigen, dass du auf den Gegnern stehen kannst, weil die später nochmal wiederkommen. Und die machen dir auch keinen Schaden. Das ist gut. Diese Arschköppe. Oder Herzdinger, wie auch immer man will. Für mich erinnert das Oberteil mehr so ein Arsch und unten ist wahrscheinlich eigentlich deren Gesicht, aber... Ja. Naja. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus will. Ja, soll auch so wirken, denke ich mal. Oh. Ein weiterer Alpha Metroid. Ja. Und ein weiterer toter Metroid. Das heißt also nur noch 7 in diesem Sektor. Okay, machen wir es mal wie letztes Mal. Ich glaube, du konntest im Vorraum irgendwie auf eine Plattform rauf und dann da von da aus den Springball. Oh nee, da war doch nicht der Fall. Nicht so geirrt. Aber hier ist nicht so weit oben, deswegen geht das hier besser. Also am besten ist von der Seite, wenn du so seitlich haben, ne? Genau. Ja. Anders bin ich jetzt zu blöd, das hinzukriegen. Wenn es überhaupt möglich ist. Und die haben das mitgedacht, dass man damit Spinnenball nicht weiter soll. Wow, du Arschloch, du Arschloch. Die machen richtig viel Schaden, die Viecher. Wenn ich richtig gesehen habe, 25 oder 35. Ja, 35. Ich hätte vorher schon Schaden gefressen. Gib mir meine Lieblingszahl. Da hast du gut vorgedacht. Der hätte dich jetzt genervt hier. Oh ja. Und ich wusste nicht, dass der da ist. Das war richtig intuitiv. Also, war richtig gut. Ich habe einfach nur aus Reflex nach oben geschossen. Mhm. War auch, fand ich auch ganz gut. Aber jetzt ist er wieder da. Aber gut, jetzt nervt er dich auch nicht so. Offen was?
Ah, aber wieder zacken. Das heißt, da kannst du nicht weiter. Au. Aber du hast auf jeden Fall schon mal was gefunden. Ja, und Schaden gefressen. Bei dem würde ich behaupten, die geben nur Raketen raus. Genau. Wie diese Mücken. Igelmücken. Ja. Okay. Soll mir das Angst machen? Ja, wer weiß, was ja gleich kommt. 7 noch. Und bedenke, die Metroids werden immer stärker. Das ist nicht so einfach, wie es bisher den Anschein hat. Wow. Der macht viel Schaden. Na gut, und schleudert mich nach oben. Aber der, wenn du den von hinten triffst, also wenn du jetzt nochmal zurückgehst, der dreht sich nicht um, den kannst du gut von hinten treffen. Und der gibt eine große Energie ab. Ah, okay, gut zu wissen. Also falls du da mal Energie brauchst. Ja, viele Wege, ne? Ja, wo geht man zuerst lang und finde ich nachher wieder zurück? Naja, dafür bin ich ja auch da. Ich kann ja sagen, wo du noch nicht warst dann. Und ah, ja, ist, verstehe. Da kommst du wieder zurück, genau. Unten, genau. Sehr verzweigt. Ja. Ah, verzwickte Lage. Au. Schon wieder so ein Gebiet. Das ja. Sieht so gleich aus hier. Und da sieht man es mal wieder. Gamma Metroid. Andere Richtung, an genau die Richtung. Du siehst ab jetzt wegen, die werden die stärker. Autsch. Ja, da macht viel Schaden, das stimmt. Eieiei. Okay, das meinst du mit stärker. Mhm. Gut, ich gehe nochmal zurück und lade mich auf. Weil von da kann er dich nicht erwischen. Und ja, 20 kriegst du dann immer wieder. Ich weiß schon, warum ich immer fleißig speichere. Au. Weil ich zu blöd bin. Geistiges Stück Scheiße. Das ist ärgerlich, ne? Was wäre denn nicht in der Lage, wäre noch mal was auszuspucken, wenn ich geheilt wurde? Aber darauf fallen wir nicht rein, nicht wahr? Ach ja. Ach ja, ich hatte schon lange darauf gewartet, dass wir mal wieder Zeit finden, Metroid aufzunehmen. Mhm. Oder war es denn endlich soweit? Ja, Super Mario World muss ich auch mal wieder weitermachen, irgendwann. Achso, hast du ja erstmal pausiert, ne? Oder wie war das da? Ich habe noch nicht weitergemacht, einfach. Achso. Yay! Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht vom Original weiterspiele. Ja. Vor allem, wenn ich dann einen neuen Controller habe, wo ich dann auch weiß, dass der wunderbar funktioniert. Gut, ich könnte mal hier lang versuchen.
Ja, mal gucken, was sich da. Das sieht aber nicht nach bösem Wasser aus. Warn mich bitte, wenn es doch böses Wasser ist, aber. Ist kein böses Wasser, kannst du euch rein. Musst du sogar, um weiterzukommen. Also wer das übersieht, ist blind. Das sehe ich auch so, ja. Was? Okay, interessant. Das scheint aber auch kein, lass mich beim Springen zu erinnern sein. Nee. Ganz normal das, ganz normal der Hintergrundstuff. Alpha. Und noch einmal weniger. Sind nur noch 6 dann, glaube ich. Hurra, ich habe noch einen ausgelöscht. Ja, ich weiß so, was das da bewirkt hat, wenn man die auslöscht. Ja. Die schönen braven Metroids hier. Hier weiter vorhin, ne? Da an der Seite, also rechts warst du schon, da hast du ja den Raketentank eingesammelt. Aber da ist auch noch was. Oh. Interessant finde ich auch den Raum, wo ganz viele zerbrochene Kugeln sind. Ich dachte zerbrochene. Aber wir sind ähnlich aufgereiht wie hier. Mhm. Ich vermute mal hier, dazwischen ist die richtige. Lässt sich aber nicht mehr der Bombe öffnen. Oh, Warrior Suit, cool. Genau. Das heißt, ich habe eine bessere Abwehr. Jetzt. Und ich sehe cool aus. Genau. Als Samus. Das noch dazu. Und jetzt hast du nämlich auch bessere Chancen gegen die Gamma Metroids. Ich könnte schwören, bei Funk Royale hat es länger gedauert. Ich meine, ja. Ich kann mich aber auch irren. Ich hab's nicht gesehen, glaube ich. Also jetzt, oder kann mich nicht mehr daran erinnern. Und, um dir nur einen kleinen Tipp zu geben, warte mal kurz, nochmal nach oben. Das weiß man nicht. Da eine Bombe legen, am besten. Also da. Oder war das, nee, war das da überhaupt? Oder einen weiter runter, kann auch gut sein. Irgendwo konnte man noch was finden. Oder einfach durch, ja, wer war es so. Okay. Weil das kann man leicht übersehen, deswegen sage ich das, gebe ich dir extra einen Tipp. Okay. Sag mal, an Raketen dürfte es mir eigentlich aktuell nicht mangeln. Wie später aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ja, das ist das eben die Sache später, ne? So dass ich niemals gefunden von alleine. Ja, weil es ist so sehr versteckt. Also bei solchen Sachen, da ist es ja nicht schlimm, wenn ich dann sag, dass da was ist, ne? Ich weiß halt nicht, wie das Zuschauer sehen könnten. Ja, du wärst ja nie darauf gekommen, du wärst hier wieder entlang gegangen und wärst dann nie wieder zurückgekehrt zu dem Ort. Ja, aber ich hätte dann halt mit klarkommen müssen. Oder meinst du, dass ich es dann nicht geschafft hätte, das Spiel? Naja, ich weiß nicht, also später braucht man schon sehr viele Raketen. Da ist ein Mangel, könnte sehr verheerend sein. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein.
Also aber das ist sowas, wo ich vorhin meinte, ne? Von wegen, da könnte was drunter sein. Ja. Und hier ist es tatsächlich. Also hier haben sie es vielleicht Copy-Paste gemacht und leicht verändert, ja. Genau. Ach, auf zu krampfen, blöder Daumen. Der vom Steuerkreuz, der Daumen krampft manchmal. Wenn ich viel hin und her drücken muss zum Beispiel. Das kann mir immer wieder passieren, das stimmt, ja. Warte mal, ich glaube, ich gehe lieber nochmal zurück speichern. Oh ja. Bevor ich mich mit dem Metroid anlege, Gamma, glaube ich, dachtest du. Mhm. Ja, ich war im Übrigen, ne, falls du, ich weiß ja nicht, ob du den Xie verfolgst. Ja. Wenn der Metroid 4 durchgespielt hat, kann sein, dass von mir dann mal eins mit X kommt. Wo er dann als Kommentator ist. Okay. Mit Zero habe ich ja einmal durchgespielt. Ja. Also ich meine, ich brauche da keine Hilfe, aber ich bin halt gerne mal jemand dabei, der mitspricht. Falls halt Kämpfe sind, wo ich mich konzentrieren muss und dann selbst nicht so gesprächig bin. Ja, kenne ich auch. Das kenne ich. Dass ich dann auch manchmal dann eher ruhig bin. Nein, 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 verdammt, nicht schon wieder. Ach, hier gibt es auch noch einen Weg nach links. Oh ja. Das werde ich gleich. Ja, gut. Wollte ich gerade sagen, das werde ich gleich überraschen, aber war noch ein Match. Einmal so kurze Alpha Metroid nebenbei eben mal besiegt. Ja. Ich meine, werde ich gleich überraschen, was da kommt, nämlich. Es geht hier auch noch weiter runter. Au, 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 au. Ja, die Pflanzen machen Schaden. Mann! Spring vernünftig rüber. Ich hätte ja sagen müssen, Frau bei Frau. Und jetzt stell dir mal vor, mit solch einer Konstruktion, also Raumkonstruktion, einen Metroid besiegen. Am besten noch ein Gamma. Kommt der noch? Eventuell, ja. Obwohl, wenn du jetzt, wenn du schon weißt, dann, ja. Ich weiß es. Gut. Ich befürchte jedes Mal, dass hier einer steckt. Aber ich glaube, der würde so ein bisschen durchscheinen hier. Ja, das, den sieht man auf jeden Fall dann. Auch durch den Sand. Noch ein Ei. Was sowas. Ja, noch so eine gehäutete Scheiße. Ich glaube, die halten auch immer mehr aus. Die Alpha nicht, die Alphas nicht, die Gamma Metroids wiederum. Okay, auf jeden Fall sind hier gut welche verteilt. Boah. Gucken wir mal, ob hier was ist. Aber auf jeden Fall ist es kein Abarbeiten von Befehlen. Nee. Die Kritik kann ich auch verstehen zu Zelda 1. Ja, das ist. Ich würde sogar verstehen, wenn einer ohne Kommentar einen Daumen runter da lässt. Ja, das ist schon, ja, du musst das machen, das ist schon ein bisschen. Aber ich würde halt nicht die Osoma die Schuld geben, sondern mir. Weil ich habe das ja so gewollt. Mhm. Ja gut, hier ist ja nur so, hier habe ich dir ja eben nur gesagt, wo was zu finden war. Auch das ist auch nur ein vereinzelter Gegenstand gewesen. Ich weiß halt nicht, ob das ähnlich im Metroid 1 war mit Osoma, da habe ich ja auch alles Mögliche sagen müssen. Oder war es nicht unbedingt ein Abarbeiten von Befehlen? Es war einfach nur, dass er gesagt hat, halt da und da muss ich hin, wenn ich nicht wusste, wohin. Genau. Wie gesagt, bei dem einen Raketensilo, da wärst du nie wieder hingekommen, weil du dann, sobald du denn da aus dem Gebiet draußen bist, wärst du dann nie wieder zurückgegangen.
Deswegen habe ich das gesagt. Okay. Ja, wenn halt Raketen fehlen, ist halt so. Was ich halt so meinte, was mir wichtig ist, ist halt so zum Beispiel Springball und so. Item Boots. Okay. Sachen, die man halt wirklich braucht, um weiterzukommen. Also High Jump Boots und den Springball, die brauchst du beide nicht, um das Spiel durchzuschaffen. Was sind Dinger, die ich auf jeden Fall haben will und nicht wirklich dran vorbeilaufen möchte? Okay, ich sag dir dann auf jeden Fall, dann, falls du das übersehen solltest, dass du das übersehen hast. Okay. Wie gesagt, ich möchte halt nicht übertreiben mit Hilfe. Ja, das sehe ich auch ein. Das ist auch gut so. Das ist auch ganz vernünftig. Au, Mann. Geh doch. Ja, wenn Samus sich im Ei befindet, dann springst du nicht so hoch. Nee, von da bin ich jetzt gekommen, also muss ich dann doch mal gucken, was links ist. Mhm. Von da oben bist du gekommen, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sich dann der Mensch hier im Sand versteckt. Oder mehrmals. Da ist ja schon mal der Fall. Und wieder ein Gamma. Aber hier ist es ja einfach zu besiegen, wie man sehen kann. Ey. Mistack. Warum hast du dich nicht da drauf? Habe ich den auf einmal nicht mehr getroffen? Du kannst nur an bestimmten Stellen die Metroids treffen. Und Energie. Schön. Das ist doch was Gutes. Weiß ich, irgendwie sehen hier so ein paar Sachen verdächtig aus. Aber ich glaube, ich habe gestern was gesehen, was vielleicht auch so mal interessieren könnte. Aber das werde ich hier nicht weiter vertiefen. Okay. Ich glaube, da sollte man nicht unbedingt öffentlich von drin. Zumindest nicht auf YouTube. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Deswegen. Naja. Falls du so mal das anguckst, kann das dich vielleicht denken, weil ich es dann bestimmt auch angesprochen habe. Mhm. Ich glaube, das war ja so ein Thema, das ihn interessiert. Okay. Ich kann mir jetzt nichts darunter vorstellen, aber wirklich. Ja. Ist hier irgendwas versteckt? Ich guck mal nach. Ganz ehrlich, sieht mir nicht danach aus, wer da was versteckt. Naja, wenn ich was verpasst habe, dann ist halt so. Au. Mann. Gut, jetzt müsste ich hier sein und rechts der Gamma Metroid. Ja, genau. Der mich vorhin terminiert hat. Aber jetzt hast du die Wario Suite und dann geht das. Aber bei E-Tanks denke ich, ist es wichtig, dass du mir das dann sagen solltest, ne? Okay, E-Tanks und. Gegenstand. Weil manche Gegner, da brauche ich eine Menge Energie. Ah, jetzt haben wir noch 50 abgezogen. Mhm. Zwei aber du noch. Hast auch weniger gehabt, als du vorhin da warst bei ihm. Ich meine aber, dass ich über 99 Stück noch hatte. Oder? Nee, ich glaube nicht. Du hast vorher noch was verloren. Oha, wegen der Pflanze wahrscheinlich hier. Ja, das zum Beispiel. Au. Und dann halt die Gegner, wo ich runtergefallen bin. Mhm, genau.
diese komischen Moskitos oder was es sein soll. Aber ich muss sagen, eine Elgato für 55 Euro ist auch nicht schlecht. Ist auch ein guter Preis, finde ich. Ja, und das mit Sofortkauf und nicht ersteigern, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob man den noch kriegt. Ja, ich habe ja mein HDPV R2. Ist auch ein gutes Teil. Das rendert ein Video, sobald es das aufnimmt. Also während des Aufnehmens rendert das schon. Das heißt, ich muss nicht extra rendern noch. Das Problem dabei ist aber, ich kann ein Video dann nicht nachträglich bearbeiten. Kann zwar ein bisschen was schneiden da, aber... Also ich kann zum Beispiel das Video und Audio extra exportieren dann. Ja, das geht bei mir zum Beispiel nicht. Und ich brauche halt auch was Spezielles, weil PlayStation 3 kannst du nicht mit HDMI-Kabel aufnehmen. Du brauchst eine extra Kabel. Ja, diese ganzen extra Kabel waren schon mit dabei bei mir. Also ich kann sogar von Wii, von allen Konsolen, die es gibt, kann ich aufnehmen. Okay. Also auch PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, da, also alles eigentlich. Das einzige Problem ist halt bei der Elgato, du hast halt alles verzögert auf dem PC. Ja. Aber was noch geht, ist, dass du noch nicht auf Aufnahme drückst. Mhm. Kannst du ein- und ausschalten. Dass der dann halt schon mal, während du spielst, halt aufnimmt. Und dann kannst du hinterher sagen, okay, das möchte ich jetzt speichern als Video. Das heißt, der speichert dann halt das, was gelaufen ist, schon mal temporär durch. Das ist auch gut. Auch den Kommentar und alles. Ja. Wenn du es so einstellst. Ja, das Problem beim HDPV R2 ist eben, aber ist jetzt nicht das Problem des Grabbers, sondern das ist einfach nur das Problem meines Mikros, was ich da hatte. Okay. Oder immer noch habe, aber nicht mehr verwende. Nämlich, wenn ich das Mikro zu laut einstelle, dann übersteuert er schnell. Stelle ich es zu leise ein, ist der Ingame-Sound zu laut. Yeah. Das heißt, ich habe die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und Ah, so wie Donald Trump und Hillary Clinton, ja. Naja, muss ich nur neues Mikro einfach nochmal kaufen dann. Ja. Wahrscheinlich dann doch eher ein Standmikro. Ich habe ja ein Headset-Mikro, konnte ich mir so richtig umbinden auch dann, aber das, ja, leider ist die Qualität da nicht so gut. Okay. Und da war was zu finden, genau. Und das war bestimmt das, was ich gesehen habe bei Funko, ja. Ja, aber gibt es nochmal sowas. Weiter oben, denke ich mal. Aber ich will auch nicht so viel verraten. Ja. Ich habe dich auch gebeten, das nicht zu tun. Aber du hast ja gesagt, wegen E-Tanks und so weiter, ne? Ja, aber ich denke, mit einer gewissen Anzahl an Raketen sollte ich schon klarkommen. Ja, für den letzten Boss brauchst du über 200. Okay. 210 am besten. Weil wenn man jetzt auch mal daneben schießt und alles, das muss man alles mit einem kalkulieren. Aber da du ja sagtest, E-Tanks und so weiter, also E-Tanks und Ausrüstungsgegenstände, da sollte ich schon sagen, falls du jetzt was verpassen solltest. Ja, und falls ich doch brauche, kannst du mich bestimmt nochmal hinlotsen. Oh, das ist aber kompliziert, weil du kommst ja später gar nicht mehr in die früheren Sektoren hin. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Mann. Ich habe links rechts gedrückt, ich wusste nicht, was ich jetzt drücken sollte, um von dem Pferd zu kommen. Genau. Jetzt bist du an einem Ort angelangt, wo du noch nicht warst. Da warst du noch nicht da unten. Okay. Das sieht nur so ähnlich aus wie aus dem zweiten Sektor. Ja, das ist genau der Punkt, den ich nicht unbedingt mag. Und ich bin sicher, dass man diese Pflanze vernichten kann. Ja, kann man. Auch wenn Fangoria das nicht lange genug versucht hat. Man sieht, dass das flackert und das ist für mich schon eigentlich so ein Zeichen. Die kann man auch besiegen. Weiß zwar jetzt nicht, ob das mit der Waffe so gut geht, aber auf jeden Fall besiegen kann man die. Kann halt dauern. Die ist auch nur verwundbar, wenn sie offen ist und dann spuckt sie gerade ihre Pollen raus. Und ich dachte, das wären so kleine Fliegen oder sowas. Boah, das dauert. Aber du kannst ja sehen, große Energie lassen die fallen, ne? Aua. Aua.
Ja, vielleicht aber. Also mit der Waffe ist auch nicht möglich. Ich weiß auf jeden Fall, dass man die besiegen kann. Gut. Hat vielleicht wenigstens ein kleines Viecher in die Gangsand nur geblinkt. Ach, hier war schon dieser scheiß E-Tank, wo man nichts sieht. Der kommt noch. Das dauert noch. Da, übrigens, du hast was übersehen. Da ja, hier unten sind noch Sachen. Wichtige Sachen. Wichtige Sachen, okay. Kann ich den vielleicht... Na gut, ich hatte den Wellenstrahler gehabt, deswegen... deswegen habe ich auch vorhin gesagt, da unten, also jetzt nicht da unten, wo du jetzt nach unten gehst, sondern bevor du da hingekommen warst, da ging es auch noch rein, da warst du auch noch nicht und da bekommt man auch noch was, wo man die, glaube ich, leichter besiegen kann. So, was kommt denn jetzt hier? Was kann man jetzt hier finden? Ein Gegner. Ein, ja, so eine Art, kann man sagen. Ach, den kenne ich doch. Ja, ne? Den gab es auch in Metroid Fusion. Ja. Ah, und? Springball. Was ist das? Genau. Ja, ey, ich hätte echt gerätselt, wie man den besiegen kann, wenn ich es nicht schon gewusst hätte. Ja, ich hatte, als ich das erste Mal das gespielt habe, auch nicht gewusst. Da habe ich auch so gedacht, hey, wie sieht man den? Und deswegen habe ich tatsächlich das Spiel einmal ohne Springball auch durchgespielt. Okay. Beim ersten Mal. Weil ich nicht wusste, was ich da machen sollte. Ich finde es nur nicht gut, dass es mich was umgebracht hat. Oder so eine ähnliche Stelle mit diesen schwarzen Stellen, wo du nichts siehst. Ja, es sah schon ein bisschen anders aus, aber wirst du dann ja sehen, wenn du da angelangt bist. Und du sagtest mir, hier war ich noch nicht. Da warst du noch nicht. Nee. Ich habe endlich einen Springball. Yay. Au, 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 au. Ich habe überzogen. 32 Minuten schon. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, ihr habt schon wieder Überlänge. Scheiße, ey. Ich krieg's nicht auf Reihe, auf die Zeit zu achten. Und ich hab's direkt vor mir. Auf Wiedersehen.